Die Hip Hinge ist eine der wichtigsten Grundübungen, die du unbedingt beherrschen musst, wenn du freies Krafttraining verfolgen möchtest oder mit der Kettlebell arbeitest. Ich zeige dir, wie die Hip Hinge funktioniert. Schauen wir uns das mal an. Grüezi miteinander, Gregory Gemayli von Lebe Stark hier. Ich glaube, dass gesund abnehmen, ein gutes Selbstwertgefühl und ein ästhetischer Körper auf natürliche Art und Weise möglich ist. Und auf diesem Channel möchte ich dir mit fundiertem Wissen über Krafttraining und Ernährung helfen, diese Ziele zu erreichen. Wenn du das erste Mal einschaltest, zieh es in Betracht, unseren Channel zu abonnieren. Die Hip Hinge ist, wie bereits erwähnt, eine Grundübung, die du unbedingt meistern möchtest, wenn du mit Kettlebells arbeitest oder freies Training verfolgst. Es gibt etwas, das du wahrscheinlich jeden Tag tust, und das ist Laufen. Okay? Und wenn wir laufen, dann haben wir bereits eine Hip Extension oder eine Hip Flexion, also eine Extension und eine Flexion der Hüfte. Was bedeutet das genau? Wenn wir das Bein nach hinten strecken und das Gesäß anspannen, dann haben wir eine Hip Extension, eine Extension der Hüfte. Wenn wir das Bein nach vorne nehmen, und das ist eben dieser typische Gang beim Laufen, wenn wir das Bein nach vorne strecken, dann haben wir eine Hip Flexion, eine Flexion der Hüfte. Wenn wir uns nur auf diesen Bereich des Körpers konzentrieren, ohne dass wir jetzt laufen oder die Beine vom Boden abheben. Und zwar können wir eine sogenannte Hip Flexion, eine Flexion der Hüfte machen, und ohne dass die Beine den Boden verlassen. Und das sieht so aus. Wir schieben die Hüfte nach hinten, bam, und das ist eben diese sogenannte Hip Hinge. Jetzt sind wir in der Flexion, und wenn wir nach oben kommen, bam, sind wir in der Extension. Die Hinge findest du nämlich in drei Grundübungen. Einmal findest du sie in der Kettlebell Squat, dann finden wir sie im Kettlebell Deadlift und in der bekanntesten Übung für die Kettlebell im Swing. Und deshalb ist es so wichtig, dass du die Hinge perfektionierst, damit du diese drei Grundübungen effizient ausführen kannst. Die Hip Hinge ist also das Zurückführen der Hüfte mit gleichbleibender Streckung bzw. einer sehr geraden Wirbelsäule, nicht einer vertikalen, sondern du siehst ja, wir müssen mit dem Oberkörper nach vorne kommen. Jetzt musst du also zuerst einmal lernen, was bedeutet eigentlich ein gerader Rücken? Du hast drei Kontaktpunkte, die du bewegen kannst bei der Wirbelsäule. Bei der Hüfte, bei der Brust und beim Kopf. Und um die Hinge sauber zu lernen, kannst du einen sogenannten Hinge-Stick oder einfach einen Stab nehmen. Diese drei Kontaktpunkte verfolgen. Wir haben einmal die Hüfte, dann haben wir Rücken und wir haben den Kopf. Und dann, wenn ich jetzt die Hüfte nach hinten schiebe, dann darf der Stick diese drei Kontaktpunkte nicht verlieren. Falls das doch passiert, dann mache ich die Übung eben falsch. Und so kannst du mit diesem Stick eine saubere Hinge lernen. Und wenn du die Hinge richtig machst, dann spürst du sie besonders, wenn du nach hinten gehst, sehr stark in deinen Hamstrings, wahrscheinlich größtenteils. Und wenn du nach oben kommst und dein Gesäß anspannst, dann solltest du pfeilgerade stehen, nicht in deiner Hyperextension, nicht in einem zu starken Hohlkreuz. Und das ist die Grundlage der Hip Hinge. Was du auch noch machen kannst, um die Hip Hinge zu perfektionieren, ist dich vor eine Wand zu stellen, also mit dem Gesicht weg zur Wand, und dann die Hip Hinge auszuführen und dann mit der Hüfte die Wand zu berühren, ohne dass du die Balance nach hinten verlierst. Das ist ein sehr, sehr gutes Feedback, damit du lernen kannst, was es bedeutet, wenn du diese starke Flexion der Hüfte machst, wo die Hüfte nach hinten kommt und sie dann natürlich auch wieder nach vorne führst. Zusammenfassend siehst du also, wie wichtig diese Hip Hinge ist, damit du deine Hüfte gut trainieren kannst und dieses Feedback neu erlernst. Ich empfehle dir auf jeden Fall, diese Übung zu perfektionieren, bevor du Deadlifts, Squats, Kettlebell Swings und so weiter überhaupt anschauen möchtest. Danke dir fürs Einschalten. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video helfen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann klick auf den Like-Button, abonniere unseren YouTube-Channel und vergiss das Glocken-Icon nicht, damit du über jedes neue Video informiert wirst. Wenn du mehr über Fitness und Krafttraining erfahren möchtest, dann klick die Playlist hier. Mehr Videos von Lebe Stark findest du hier. Bis zum nächsten Mal. Peace out.